So, Leute, da sind wir beim nächsten Blackie Talk. Und zuallererst einmal eine Entschuldigung meinerseits an euch. Ja, ich habe es letzten Monat nicht geschafft, einen Blackie Talk aufzunehmen. Und auch diesen Monat ist es ein bisschen rudimentär. Die Leute, die das Video jetzt auf YouTube sehen, werden sehen, ein bisschen dunkel. Ich habe noch nicht mal ein Setup geschafft aufzubauen. Es tut mir echt leid. Also die Blackie Talks, so sehr ich diese auch liebe und sind, glaube ich, neben den ganzen Legacy-Sachen so meine Lieblingsvideos. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und auch gleichzeitig ja der Podcast eben auf Spotify. Und ja, es macht halt mir halt mega viel Spaß, aber es ist leider doch ein bisschen Arbeit und kostet Zeit. Und davon habe ich aktuell leider nicht viel. Ich bin mein Setup am Verbessern. Keine Sorge, ich bin da dran. Hier habe ich noch vor, eine Lampe zu holen und da noch. Das wird alles wunderbar. Mit einer zweiten Kamera und was nicht alles. Das wird richtig cool. Aber ja, bis dahin ist noch ein bisschen hin und die Arbeit aktuell nimmt mich ein bisschen ein. Dementsprechend tut mir leid, ein bisschen schwieriger. Aber ja, scheiß drauf. Gucken wir uns mal das Thema für den Blackie Talk an. Ihr werdet es oben im Titel oder im Titel generell von dem Video oder Podcast schon gehört haben. Und zwar Cheating. In unserem Podcast Radio Ravnica haben wir mal so dieses Cheating ganz kurz angeschnitten und ich habe jetzt neulich auch mehrfach einen Vortrag auf einer Judge-Konferenz über Cheating gehört und dementsprechend dachte ich mir, Blackie, das ist eine gute Idee für einen Blackie Talk. Und ja, dementsprechend gucken wir uns das jetzt mal als Blackie Talk an. Blackie Talk heißt für mich, ich habe ein paar Informationen zusammengesammelt, die ich euch zeigen möchte, meine eigene Meinung dazu rausgesetzt. Und ja, die dürfte bei Cheating sehr offensichtlich sein. What the fuck? Warum sollte man in Magic cheaten? Ich verstehe es nicht. Ich habe auch schon um Top 8 Plätze gespielt. Ich habe auch schon auf höheren Turnieren gespielt, wo es wirklich um Geld ging. Also um Kartenwert, weil wir dürfen ja kein Geld bekommen. Aber das hat mich noch nie verleitet, irgendeinen unfairen Move zu machen. Ich muss hier gestehen, einen illegalen unfairen Move. Es gibt sowas, das nennt sich gemarkt werden. Das ist, ich rede sehr viel und sehr gerne mit meinem Gegner. Manche Gegner kommen damit klar, andere nicht. Dementsprechend gibt es ein paar Leute, die sich davon ablenken lassen, auf Turnieren. Das ist aber kein Cheaten. Cheaten ist, wenn man willentlich und wissentlich die Regeln bricht. Wenn ich mit meinen Gegnern interagiere und mit ihnen rede, weil sie ein wunderschönes Deck haben und sie sich dabei nicht konzentrieren können, sie können mir jederzeit sagen, ich soll meine Klappe halten. Ich meine, ihr kennt mich, ich rede eine Menge und ich rede viel, gerade wenn der Tag lang ist. Und gerade wenn es um Magic geht, gerade wenn es um Legacy geht, wenn es um mein Lieblingsformat geht, wenn es um mein Lieblingsspiel geht, natürlich rede ich dann sehr viel. Aber es gibt eben Leute, die da nicht sagen können, hey, lass mich mal kurz überlegen, sei mal gerade leise. Und wenn die sich dann davon gestört fühlen, ja, okay, I see. Es gibt auch Leute, die das schon als Cheating bezeichnen. Ich persönlich würde es nicht als Cheating bezeichnen, auch als Judge nicht, weil Cheating ist eine relativ klar definierte Sache, wissentlich die Regeln brechen. Und dazu zählt eben nicht nur Sachen, die im Spiel passieren. Wir kommen nachher noch zu den famous Sachen, die ihr auch sonst wo mit 1000 Videos im Online seht und sonst was. Da kommen wir auch noch zu, keine Sorge. Aber ich möchte hier mit etwas anderem anfangen. Und zwar mit etwas, was öfter passiert, als man denkt und weniger, als es sein sollte. Und zwar eine Möglichkeit, wie man cheaten kann oder zumindest wie man auch disqualifiziert werden kann und wie man damit umgehen muss, ist, ein Spieler, der gecheatet hat, ist ganz, ganz selten derjenige, der sich hinstellt und sagt, hey, klar habe ich gecheatet, ich bin ja der Geilste. Nee, wir sind halt nicht bei Yu-Gi-Oh!, wo das tatsächlich zwischenzeitlich mal eine richtige Kunstform war, zu cheaten. Nein, wir sind in Magic. Und da wird das nicht hoch angerechnet. Und deswegen gibt es da eben Leute, die sagen, hey, nein, ich hab doch nicht gecheatet. Das ist Lügen. Und Lügen ist nichts anderes als Cheaten. Und das fängt schon beim Kleinen an. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, die man immer wieder jetzt nicht einblenden, geblendet sehen wird, weil viele davon kann man einfach nichts zu finden. Also zumindest nicht am Video-Coverage. Aber gucken wir uns zum Beispiel an Worlds 2006 in Paris, damals, als es noch Paper Magic Worlds gab. Wir haben Player A. Dem Player fehlt im Sideboard eine Karte. Das merkt er beim Sideboard. Er spielt mit 14 Karten. Es fehlt ein Foil Disenchant. Dieser Spieler hält die Klappe, statt den Judge zu rufen und verheimlicht somit, dass etwas nicht stimmt. Er lügt. Und das ist eine Art von Cheat.
Er hätte die Hand hochhalten müssen, hätte sagen müssen, Judge, irgendwas stimmt in meiner Deckliste nicht. Hätte er das gemacht, wäre ein bisschen Warning, bla bla bla, finden wir deine Karte, passiert. Er hat es nicht gemacht. Er hat Game 2 gespielt, er hat Game 3 gespielt, hat gewonnen und seinem Gegner erzählt, hahaha, ich habe gewonnen, obwohl ich nur 14 Sideboard-Karten hatte, weil mein Disenchant weg ist. Und der Gegner hat den Judge gerufen und der Spieler wurde disqualifiziert. Weil er eben wissentlich Informationen verheimlicht hat. Gut, jetzt kommt der Umschluss. Spieler B, gegen den er gespielt hat, wurde im Laufe des Turniers auch disqualifiziert, weil er das Disenchant von seinem Gegner hatte und wusste, dass er nur 14 Sideboard-Karten hatte und nur darauf gewartet hat, ihn zu disqualifizieren als Cheat. Er hat ihm praktisch eine Sideboard-Karte geklaut und wollte dann sagen, ey, mein Gegner hat ein Deckproblem. Hatte den bei sich in der Deckbox und hat dann gemerkt, so, hey, die werden im Matchup voll gut, ich sideboarde die jetzt einfach mal rein, das wird schon keiner merken. Die Judges haben es gemerkt und als dann ein voll Disenchant aufgetaucht ist, nachdem bei einem anderen Spieler, gegen den er vorher gespielt hatte, das voll fehlende voll Disenchant aus dem Sideboard zu einem EQ geführt hat, dann wurde halt eine Investigation gestartet und ja, da war ziemlich schnell klar, das ist das Disenchant von Player A. Und auch wenn Player A schon lange disqualifiziert ist und das zu Recht, weil er was verheimlicht hat, hat Player B hier auch einen Cheat begangen. Und zwar A gelogen, weil er gesagt hat, ich weiß nicht, wo die Karte von dir ist. B hat er verheimlicht, dass er die Karte hat und C war das Diebstahl. Disqualifikation, raus. Auch das ist ein Cheat. Auch das ist Cheat. Und hier der kleine Disclaimer. Ich erzähle euch das, was alles Cheats sind, wie bestimmte Sachen funktionieren, wie ihr bestimmte Sachen spottet, wie ihr damit umgehen sollt. Nicht nur für Turniere, bei denen euch das passieren kann, sondern eben auch für eure Heimlokalität und Ähnliches. Es gibt nicht viele Cheater. Das ist etwas, was ganz, ganz viele Leute vergessen. Das ist genau wie wenn ich über Fakes rede oder wenn jemand ein resealtes Booster mal in der Hand hatte, dann gibt es nur noch resealte Booster und nur noch Fakes und nur noch Cheater. Nein. Nein. Das ist eine Ausnahme. Das ist eine Seltenheit. Das ist genauso selten wie ein resealtes Booster. Sogar von Double Masters 2022. Aber seid dann einfach ehrlich. Das ist keine Anleitung dazu, wie man cheatet. Wir kommen nachher noch zu den Shuffle Tricks und so weiter und so fort. Aber auch wenn ich euch zeige, wie sie funktionieren und ihr die theoretisch üben könntet, macht es nicht, seid ehrlich. Es gibt Leute, die von Magic gesperrt wurden für mehrere Jahre, die nie wiedergekommen sind, nachdem sie beim Cheaten erwischt wurden. Und es geht ja um ein Spiel. Und ihr wollt doch wissen, wer der bessere Spieler ist. Und vor allem in einem Freundeskreis. Macht das nicht. Cheater habe ich schon auf jeder Ebene erwischt. Ich habe sie beim Commander-Spielen bei uns im Laden erwischt, wie sie Karten nach oben geschaffelt haben. Ich habe sie auf Turnieren gesehen, wie sie bestimmte Cheats angewendet haben, die ich dann gegen sie verwenden konnte, dann Judge gerufen habe und gesagt habe, da stimmt was nicht und so weiter und so fort. Dementsprechend, Cheats sind schwierig, aber macht es einfach nicht. Es kann nur gegenfeuern. Und vor allem, nehmt es euch die Wahrheit. Ihr denkt dann auf einmal, ihr seid gut in dem Spiel. Und auf einmal merkt ihr, ihr seid nicht gut. Und ihr müsst dann wieder cheaten, um weiter gut zu sein, um weiter euer Niveau zu halten. Und das ist schlecht. Das ist scheiße. Macht das nicht. Bitte, bitte, bitte. Hier mein Appell an euch. Seid ehrliche Spieler. Dann sind wir alle glücklich. Kommen wir zu einem anderen Cheat oder es ist nicht unbedingt ein Cheat, aber es ist ein Grund, disqualifiziert zu werden. Und es ist etwas, was Wizards nicht möchte, dass du tust. Und damit machst du etwas, was gegen die Regeln ist. Dementsprechend kann man es als Cheat zählen, muss es aber nicht. Und zwar Gambling. Nicht die Karte Gamble, die ist vollkommen fein. Es geht darum, wir haben wieder ein Beispiel. Grand Prix Columbus, Top 8. Ein Spieler sagt nach seinem Gewinn seiner Runde im Top 8 und damit seinen Einzug in die Top 4, oh, bin ich glücklich, mein Freund hat mir eine 50-1 Wette angeboten, dass ich das hier nicht gewinne. Ich habe $10 reingesetzt, das gibt richtig Preisgeld, egal was passiert, ich habe Top 8, ich habe mein Geld drin. Der Gegner hat die Hand und der Spieler wird disqualifiziert. Wettet nicht auf andere Leute, tut das nicht. Wizards will nichts mit Glücksspiel zu tun haben und dementsprechend auch nichts mit Gambling, Wagering oder ähnlichem. Das ist gefährlich. Es ist nicht direkt ein Cheat, aber ich würde es ganz gerne mit reinbringen. Kommen wir wieder zu effektiven Cheats. Sachen wie die Klamotten des Gegners. Der Gegner hat ein fluoreszierendes T-Shirt an, wo zum Beispiel eine Sonnenbrille drauf ist, wodurch man die Handkarten des Gegners erkennen kann. Oder er trägt sogar eine Sonnenbrille. So mit so
fancy Silbergläsern drin. Ihr müsst euren Gegner darauf aufmerksam machen, dass das passiert. Dass ihr die Karten seht. Dass ihr Informationen habt, die ihr nicht haben dürft. Und wenn ihr das nicht tut, auch dann cheatet ihr. Und gerade auch in der Zeit, in der wir viel jetzt mittlerweile mit Webcam spielen oder über Spelltable, was ja auch Webcam ist, oder, ist ja auch Cheaten so heftig easy geworden. Ich ziehe eine Karte, hab neben mir mein Deck offen gefächert stehen, hab das Licht von vorne, dass ich keinen Schatten werfe, nehme diese Karte aus dem Bildschirm, nehme eine andere Karte und füge sie in meine Hand hinzu und spiele diese Karte dann. Der Gegner wird niemals wissen, was ich gezogen habe. Weil es ist aus dem Bildschirm raus, von der Webcam. Es gibt dann Versuche so, hey, wir legen mal unsere Hand in den Bildschirm. Also in die Webcam. Aber ganz im Ernst, wer cheaten will, der wird cheaten. Ob das in Paper ist, ob das per Webcam ist oder sonst wie. Leute, die cheaten wollen, werden einen Weg finden zu cheaten. Ihr müsst nur einen Weg finden, das auch zu spotten. Genauso natürlich, wenn ihr Karten des Gegners anguckt, beim Mischen kurz mal drunter schauen, oh, letzte Karte, oh, das ist aber hübsch. Alles illegal, alles Cheat. Passiert am laufenden Band. Vielleicht nicht das mit dem T-Shirt, niemand hat so ein T-Shirt an. Also ich habe bisher, wie gesagt, erst ein einziges Mal in, ich glaube es war GP Bristagne 2007 was von gelesen, dass da irgendwie ein T-Shirt reflektiert hat und dass man deshalb Informationen hatte. Diese No-Informations, die ihr nicht haben dürft, können zu einem DQ führen, wenn ihr euren Gegner nicht darauf aufmerksam macht. Ihr cheatet in dem Moment, weil ihr die Handkarten des Gegners seht. Das wäre so, als würdet ihr mit jemandem telefonieren, der hinter ihm steht und mit einem Videocall die Hand sehen. Das ist illegal. Ja, es ist dumm von eurem Gegner. Und vielleicht macht er das auch mit Absicht. Aber wenn ihr einmal den Judge gerufen habt und er sein T-Shirt wechseln musste, dann macht er das nicht mehr mit Absicht. Weil wenn er es nochmal macht, dann fliegt er vom Turnier. Weil das ist auch eine Art von Cheating. Aber dazu kommen wir später. Erstmal sind wir bei uns. Wir sind bei dem Punkt, dass wir Informationen haben, die wir nicht hätten haben dürfen. Und das müssen wir melden. Auch wenn wir die unterste Karte angucken. Hand hoch, Judge. Ich habe gecheatet, es tut mir leid. Es war nicht mit Absicht. Bitte gib mir eine Strafe dafür. Kriegst ein Warning. Spiel geht weiter. Fertig. Es ist nicht so schlimm. Es passiert hin und wieder mal. Cheating ist es erst dann, wenn wir absichtlich das machen, absichtlich Informationen erhalten, die wir nicht hätten haben dürfen. Wie mit Absicht runtergucken. Das ist nicht geil und illegal. Genauso ist es dumm, wenn man Dummheit ausnutzt oder Unwissenheit. Nennen wir es Unwissenheit. Es ist nicht unbedingt Dummheit. Aber wenn wir eine unwissende Person haben, zum Beispiel der Gegner vergisst seinen Trigger von einer Karte und wir haben dadurch einen Vorteil. Wir müssen ihn darauf aufmerksam machen, dass der Game State gerade so nicht passt. Wenn wir einen Swords to Plowshares spielen, für ein weißes Mana, extrem eine Kreatur, der Gegner kriegt Lebenspunkte in Höhe der Stärke. Das kann der nicht vergessen. Wenn er das vergisst aufzuschreiben, müssen wir ihn darauf aufmerksam machen. Wenn wir danach zweimal zuhauen und unser Gegner packt seine Karten zusammen, weil er halt denkt, er hat keine Leben mehr und unterschreibt, ich habe 2-0 verloren und kommt dann später an und sagt, ja, ich hätte gar nicht verloren wegen Swords to Plowshares. Und ihr sagt so, ja, das wusste ich, aber du hast ja trotzdem verloren, du hast ja geschoben. Das ist Cheating in gewisser Weise. Und ich rede hier nicht immer aus einer Judge-Sicht. Ich rede nicht immer davon, dass jeder Judge das als Cheating, DQ, fliegt von jedem Turnier oder sonst was macht. Vieles davon kann man mit DQ bestrafen, gar keine Frage. DQ ist in diesem Fall Disqualification. Aber es geht eben auch darum, außerhalb des Turniers zu sehen. Auf dem FNM, auf einem Pre-Release, daheim am Kitchen-Table beim Commander. Auch da die unterste Karte des Decks andauernd angucken, um zu wissen, was der Gegner so spielt, ist kacke. Dem Gegner absichtlich das Spiel verlieren zu lassen, weil er irgendwie Lebenspunkte sich nicht aufgeschrieben hat, ist kacke. Wir wollen das Spiel spielen und nicht den Gegner rauscheaten. Wir spielen nicht Magic the Gathering, sondern Magic the Gathering. Wir wollen zusammen was machen. Ich muss das immer wieder erwähnen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem, dass der Gegner das vielleicht mit Absicht gemacht hat, mit dem reflektierenden T-Shirt. Es gab einen Move, der nennt sich der Self-Cut-Move, den ein Spieler probiert hat, um damit zu cheaten, um seinen Gegner zu disqualifizieren. Er ist hingegangen, hat sein eigenes Deck gepackt,
ohne dass es irgendwie einen Grund dafür gab, hat es angefangen zu mischen und dem Gegner hingelegt. Für die Leute, die es nicht wissen, auf Turnieren und Ähnlichem ist es meistens so, dass es gang und gäbe, man legt sein Deck, nachdem man gemischt hat, dem Gegner hin, damit er es entweder abheben kann oder eben mischen kann. Damit man davon ausgehen kann, dass keiner der beiden Spieler cheatet. Mit Shuffle-Tricks. Zu denen kommen wir später. Wie gesagt, den will ich jetzt allerletzt machen. Die sind am bekanntesten. Wenn ich jetzt mein Deck einfach mische und dem Gegner hingebe und er nimmt es in die Hand und fängt es auch an zu mischen und ich rufe dann den Judge und sage, mein Gegner hat mein Deck gerade gegrabt und angefangen zu mischen. Was ist das denn? Dann steht Aussage gegen Aussage. Wenn dann keiner zugeguckt hat, was in diesem Fall zum Glück der Fall war, dann könnte es zu einem DQ des Gegners führen. Und das ist halt uncool. Wenn das aber jemand sieht, dann weiß der Junge, du hast gerade gecheatet. What? Das geht gar nicht. Das, also sorry, dann hast du zu gehen. Und das passiert relativ häufig, dass Leute sich überschätzen, was ihre Skills angeht, was ihre Cheat-Skills angeht. Ich meine, es gibt Leute, die cheaten on Kamera. Niemand ist schneller als eine Kamera, zumindest nicht die, die da benutzt werden. Und niemand hat bessere Augen als Twitch-Chat. Außer YouTube-Chat. Aber das ist genau das Problem. Cheater werden verblendet. Sie denken, sie wären die Besten, sie werden nicht erwischt. Sie sind gut im Magic, sie sind gut im Cheaten, was soll schon passieren? Eine ganze Menge. Genauso ist es, wenn Leute extra Karten ziehen. Oder extra Länder ins Spiel bringen. Oder generell eine illegale Aktion machen, wie zum Beispiel eine Karte, die in den Friedhof geht, stattdessen auf die Hand zu nehmen. Oder oben aufs Deck zu legen. Oder irgendwas damit zu machen, als sie regelkonform auf den Friedhof zu legen. Mit Absicht. Dafür gibt es, wie gesagt, 1000 Videos. Auch dafür gibt es 1000 Videos von Leuten, die mit Explore mehrere Länder ins Spiel bringen, also ein Extraland spielen. Leute, die Kira Glasspinner statt auf den Friedhof die Hand nehmen. Und alles mögliche. Es gibt wirklich viel. Und da ist es ja auch so, dass es nicht so nur so ist, dass man eine Karte zu viel ziehen kann. Weil man kann ja auch eine Karte zu wenig ziehen. Und dann versuchen, den Gegner da rein zu tricken, so, ey, du hast eine extra gerade gezogen. Wir rufen jetzt einen Judge, du hast gecheatet. Gerade in Turn 30, 40, wo keiner mehr genau weiß, sind wir jetzt in Turn 32 oder 33, wo dann Card Counting für den Judge, das ist eine Möglichkeit, wie man anfangen kann, mit Werten Karten zu bewerten, um herauszufinden, welcher Spieler angefangen hat, wie viele Karten die Leute haben müssten und wie viele Karten sie effektiv haben. Das war mal bekannt bei den Amerikanern im Süden und Südosten Amerikas, an der East Coast, war das tatsächlich mal gang und gäbe, dass man das als, ja, als Cheat gemacht hat. So, hey, ich ziehe mal irgendwann eine Karte weniger aus Versehen und so 5, 6, 7 Runden später rufe ich mal den Judge und sage, ey, ich glaube, mein Gegner hat eine extra gerade gezogen. Und ja, wie will man das beweisen? Das ist halt schwierig, wenn man nicht mehr weiß, ob es Turn 31 oder 32 ist. Ist schwierig. Und darauf muss man achten. Genauso ist es aber nicht nur dieses Karte extra ziehen, sondern auch Karten verschwinden lassen. Man hat das Deck des Gegners in der Hand, man shuffelt es und lässt dabei eine Karte unter den Tisch fallen. Legt das Deck dann hin und nach ein paar Sachen sagt man dann, wie viele Deckkarten hast du noch? Wie viele Karten im Friedhof hast du noch? Wait, du hast so viele Handkarten? Judge, mein Gegner spielt mit 59 Karten. Ja gut, man hat halt einfach eine Karte fallen lassen unter den Tisch oder eingesteckt oder in die Sleeve reingepackt oder ähnliches. Alles schon vorgekommen. Und das ist dann schwierig, weil solche Leute betrügen einen ziemlich, ziemlich hart. Und die wissen, was sie tun. Und sie sind mit Absicht dahin gekommen, um diese Tricks zu machen. Aber genauso gibt es dann auch Leute, die zum Beispiel auf den Tisch hauen und dann kommt zum Beispiel der Würfel, den man manchmal für Lebenspunkte benutzt, den man auf größeren Turnieren nicht mehr benutzen sollte, aber so im Commander, der dann umfällt. Ja, war ich jetzt auf 17 oder 18 Leben? Ja, ich mache mich mal auf 18 Leben. Oder der Gegner so, war ich auf 5 oder auf 3 Leben? Du warst auf 3 Leben. Okay, dann lege ich mich auf 3 Leben. Weil man geht ja nicht davon aus, dass der Gegner cheatet. Und man sollte es auch eigentlich niemals tun. Genauso ist es auch beim Draft oder beim Constructed, bei einem mehreren Tournament. Es gibt Beweise dafür, dass es Leute gab, die beim Draft ihre Karten aufgemacht haben, Sachen einnotiert haben, wie man das halt macht auf einem professionellen Draft. Man hat seine eigene Liste dann gemacht mit seinem Draft-Deck und was man so gedraftet hat, was man so drin hat. Und dann schreibt man zum Beispiel aus Versehen den 4. Muskel-Ramasuri auf, wo man nur 3 gedraftet hat. Und kauft dann gerade noch einen bei einem Händler, bevor die erste Runde losgeht. Kann ja passieren, dass man dann 4 gezogen hat. Das ist eine Veränderung von der Liste. Das ist ein Cheat.
Genauso, wenn man irgendwie einen Ball auf einmal in seinem Sealed Pool hat. Wenn man dann zum Beispiel auf der Liste sieht, wie der Gegner das eingetragen hat, beim Seal trägt der Gegner das ein und man selber, das öffnet halt den Pool vom Gegner und dann tauscht man. Und wenn man dann sieht, dass das eine ausradiert wurde und da ist jetzt auf einmal ein Ballauf mit drin, der da überhaupt nicht drin war am Anfang. Und das sind alles Sachen, da geht es um Karten austauschen, egal ob Draft, Sealed oder ähnliches. Karten austauschen ist immer illegal, auch im Constructed. Es gibt Leute, die mir schon gesagt haben, so ja, Blackie, ich war dann auf dem Turnier und ich habe gemerkt, mein Sideboard ist doof. Dann habe ich mir Neues gemacht. Bitte was? Was hast du gemacht? Und da musste ich auch ganz hart einschreiten, weil man registriert ein Sideboard. Mit diesem Sideboard muss man spielen, auch wenn es noch so dumm war, dieses Sideboard zu machen. Das ist euer Sideboard. Damit spielt ihr. Alles andere ist Cheating, weil es unfair ist dem Gegner gegenüber, dass ihr euer Sideboard anpassen konntet und die nicht. Das geht halt gar nicht. Und auch auf dieses Unfaire geht Cheating ein bisschen ein. Weil wir wollen ein faires, sinnvolles, gut ablaufendes Turnier haben, wo alle die gleichen Chancen, Möglichkeiten und alles haben. Das können wir halt nur garantieren, wenn alle nach denselben Regeln spielen. Und wenn wir sagen, man muss vorher seine 75 Karten registrieren, dann muss man das tun. Wenn wir sagen, du darfst nicht das Deck des Gegners angucken, dann musst du das tun. Dann halten sich da alle dran, alle sind glücklich. Genauso gibt es die Regelung, dass alle Sleeves gleich aussehen müssen. Die haben keine verschiedenen Farben. Also am Kitchen Table gab es früher zumindest ganz viele Leute, die irgendwie so 400 Kartendecks gespielt haben. Und dann waren die Länder in roten Karten, die Kreaturen in grünen Karten und bla bla bla. Das gab es am Kitchen Table. Das sollte es nicht auf Turnieren geben und auch nicht im Commander oder sonst wo. Weil das ist Cheating. Alle meine Länder haben eine weiße Hülle und alle meine Kreaturen eine schwarze. Das ist Cheating. Alle meine Tron-Länder haben eine kleine Markierung, damit ich sie auch immer schön nach oben mischen kann, damit ich sie ziehe. Das ist Cheating. Aber nicht nur die Hüllen, sondern auch die Karten. Und deswegen sage ich immer wieder, Cheating muss mit Absicht passieren. Manchmal wird man dessen bezichtigt, ohne es gemacht zu haben. Man kann es aber nicht beweisen. Dafür gibt es Beispiele von Foilkarten. Wir wissen, alle Foilkarten sind jetzt nicht die geradesten Karten, sondern sie sind eigentlich meistens wie Pringles. Ich wollte hier mir eine Pringles-Dose für diesen Scherz hinlegen. Ich wollte mir dann aber keine kaufen. Gott, sind die teuer geworden. Auf jeden Fall sind Foils sehr, sehr rund. Und meistens auch beim Abheben kann es passieren, dass man eben so abhebt, dass eine dieser Foils dann oben drauf liegt, weil sie eben runder sind. Und ja, weil sie dann die Ecken ein bisschen kleiner drin haben, ist das Deck, fällt das dort an dieser Stelle. Wenn man dann wirklich die Möglichkeit in Betracht zieht, dass sowas passieren kann, dann passt einfach auf, dass es nicht alles dieselbe Karte ist. Wenn ihr nur eine Karte in Foil habt, ich weiß nicht mehr genau, welche Karte sie mein Beispiel war, dementsprechend nehme ich jetzt einfach Swords to Plowshares, weil wir sie schon öfter erwähnt haben in diesem Blackie Talk. Wenn ihr immer Swords to Plowshares auf der Starthand habt, weil sie Foil ist, weil ihr die FNM-Promo oder die Double Masters-Promo genommen habt, die einfach rund ist oder ähnliches, und ihr die immer auf der Starthand habt, dann ist das Cheating. Auch wenn ihr das nicht beabsichtigt habt. Deswegen sage ich Leuten auch immer, wenn sie foilen, müssen sie das ganze Deck foilen oder sollten sie das ganze Deck foilen. Die Foils sollten gerade sein und oder, deswegen ganz wichtig, und oder, sie sollten eine Mischung drin haben. Nicht alle Stoneforge Mystics sollten foil sein, sondern es reicht, wenn ein, zwei foil sind. Nicht alle Talias sollten foil sein, sondern man nimmt halt so zwei Talias, die foil sind. Wenn ihr nur eine einzige Karte habt, sei es Swords to Plowshares, sei es Talia, sei es irgendwas, und die ist foil und grund und gecurlt, nennt sich das, und die habt ihr immer auf der Starthand, weil der Gegner dort abhebt, weil das halt passiert, dann ist das Cheating. Dann ist das keine mit Absicht gemarkte Karte, indem ihr euren Fingernagel da unten reindrückt und je nachdem, welche Ecke ihr von dem Fingernagel in die Hülle reindrückt, habt ihr ein anderes Tronland. Aber es sind Marked Cards. Ganz früher, als man noch ohne Hüllen gespielt hat, hat man Karten an den Seiten minimalst eingeschnitten.
Das ist ein Zauberertrick. Viele dieser Cheats sind auch gleichzeitig irgendwie so ein Zaubertrick für manche Zauberer. Was das Ganze sehr, sehr seltsam macht. Aber diese eingeschnittenen Karten findet man auch en masse. Ich kriege die immer noch als Stempelschutz und so weiter. Und das sind teilweise echt nicht günstige Karten mittlerweile, die da eingeschnitten sind. Die halt wirklich jetzt Müll sind. Das hat man eben zum Teil gemacht, damit die Gegner dort abheben und diese Karte immer auf der Starthand ist. Das ist halt einfach Cheating. Und dann kommen wir zum letzten Großen, auf den es alles gewartet hat. Das ganze Internet. Weil das ganze Internet ist voll damit. Shuffle Cheats. Shuffle Cheats sind das, was jeder Magier drauf haben muss. Ihr müsst wissen, was ihr tut. Shuffle Cheats reichen von, ich gucke mir die unterste Karte des Gegnerdecks an und flippe sie beim Anschauen nach oben, wenn es ein Land ist oder kein Land, je nachdem, was ich oben haben möchte, damit mein Gegner mulligan muss. Dieses nach oben flippen machen Leute on Kamera. Wie gesagt, ich kann euch da Nikachu empfehlen, der da ganz, ganz viel gerade zu diesen offensichtlichen Shuffle Cheats oder auch Play Extra Land oder ähnliches Videos zu gemacht hat. Die sind wirklich gut und erklären auch ganz genau, was da passiert. Shuffle Cheating ist logisch. Dieses nach oben stecken, also die Gegner zu bestecken, sagen die Yugi Kids. Ich weiß nicht, ob es im Magic dafür einen Term gibt. Das Gag des Gegners stecken, indem wir nur Länder oder nur Non-Lands nach oben packen, ist illegal. Surprise! Unser eigenes Deck, eine Starthand hochzuschaffeln, ist illegal. Es gab zu Zeiten von Modern, Amulet Titan, einen Spieler, der mehrfach immer wieder die perfekten 7 Handkarten hatte. Und im Modern war es damals so, dass diese 7 Handkarten nicht schlagbar waren. Weil man hatte noch keinen Force of Negation oder Force of irgendwas. Sie waren nicht schlagbar. Sie waren eine perfekte Hand. Und diese perfekte Hand hat dazu gesorgt, dass dieser Spieler sein Deck immer so gemischt hat und am Ende diese 7 Karten oben drauf gelegt hat. Oder am Anfang des Spiels die 7 Karten nach hinten geschoben hat und dann nur den hinteren Teil seines Decks gemischt hat und die vorderen 7 blieben immer gleich. Somit hatte er immer die perfekte 7er Starthand. Auch das ist Cheating. Vor allem, wenn ihr dann einen False Cut macht. Der False Cut ist so, wenn man sein Deck abhebt, vorzugsweise euer eigenes, beim Gegner bringt es nicht viel, dann tut ihr so, als ob ihr den oberen Part nach unten legt und den unteren Part nach oben an einer random Stelle gecuttet habt. Ihr macht einen False Cut, indem ihr den unteren Teil zuerst hinlegt und dann den oberen Teil oben drauf legt. Also habt ihr euer Deck nicht verändert. Oben drauflegen, Cheating. Nach oben mischen, Cheating. Nicht anständig cutten, damit ihr eure Karten oben behaltet, Cheating. Dem Gegner Sachen oben drauflegen, Cheating. Sein Deck angucken, während ihr shuffelt. Cheating. Und dann kommen wir zu etwas, was mich super gefreut hat, dass, wie gesagt, Nikachu auch ein Video zu gemacht hat, weil ich das seit Jahren und Jahrzehnten predige. Dem Most Common Cheat in Magic. Mana Weaving. Mana Weaving haben wir alle schon gemacht. Ich habe mich dessen schuldig gemacht. Ich kenne, glaube ich, in meiner Umgebung keinen von früher, der das nicht gemacht hat. Mein Deck mischt sich schlecht, ich ziehe nur Länder oder nur keine Länder, ich mische echt schlecht, weil ich einfach schlecht bin im Mischen oder weil ich einfach mal, es passiert halt. Man hat halt eine Chance, dass das passiert, dass man nur Länder zieht oder keine Länder. Also nehme ich mein Deck auseinander und mache 2 Karten, ein Land. 2 Karten, ein Land. 2 Karten, ein Land. 3 Karten, ein Land. Das ist Cheating. Weil ihr euer Deck stackt. Weil ihr euer Deck nicht randomized. Und wenn dann Leute sagen, ja, aber dadurch ziehe ich bessere Hände, ja, weil du cheatest. Und wenn die Leute sagen, ja, aber ich mische danach richtig. Aber wenn du richtig mischt, dann hat die vordere Sortierung keinen Einfluss. Also warum machst du es dann? Und dann kommt dieselbe Argumentation, ja, weil ich dann besser ziehe. Dann mischst du nicht richtig. Meine Decks, wenn die durchsortiert sind, nehme ich die ineinander und shuffle die einfach. Die ganze Zeit. Ich lasse die teilweise über 10 Minuten mich am Shuffeln. Damit ich eine Randomize drin habe. Ich bewahre meine Decks in meiner Deckbox nicht sortiert auf. Wenn ich die sortiert aufbewahren würde und dann sowas machen würde, auf einem Turnier, ruft einer einen Judge und ich bin kaputt.
Dann habe ich Cheating betrieben. Mana Weaving, das ist vorbei. Ich habe mein Deck gestackt. Im Commander passiert das ununterbrochen, dass Leute das machen. Ich sehe es selbst bei uns im Fischkrieg, dass die Commander-Jungs das machen. Kein Offense an die Commander-Jungs. Aber ich habe das schon gesehen, wie Leute dann angefangen haben, das zu machen. Auf einem Turnier habe ich das einmal gesehen und auch einmal durchgezogen, wo jemand Mana geweaved hat, den ich gesehen habe, der das vor mir gemacht hat. Und wo ich gesagt habe, was du da machst, ist illegal. Und er sagte, nee, ich mische danach noch anständig. Der dann nur 2-3 Mal so nach oben gemischt hat, so einen Block genommen hat und den ans andere Ende des Decks gesteckt hat. Und dann hat er mir das Deck zum Cutten hingelegt. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe 3 Stapel gemacht. 1, 2, 3. Und was ich damit gemacht habe, ist, ich habe seine kompletten Länder wieder raussortiert und die nach unten gelegt. Hab dann einen Judge gerufen und gesagt, da ist irgendwas komisch mit diesem Deck jetzt. Guck mal bitte gerade nach. Ich habe das nur gerade mit 1, 2, 3 auseinander sortiert und einmal gezählt. Und als der Judge das gesehen hat, gab es Ärger. Surprise, das Deck war gestackt. Weil Mana Weaving ist nichts, was einfach so gemacht wird. Es ist kein Kavaliersdelikt. Es ist Cheating. Also genauso schlimm, wie wenn ihr dieselben 7 Handkarten immer wieder oben drauf legt. Oder eine Karte, die ihr unbedingt auf der Starthand haben wollt, nach oben mischt. Die Hülle manipuliert, damit die Karte beim Abheben nach oben kommt. Die Hülle markiert, damit ihr wisst, wie ihr sie nach oben schaffeln müsst. Einen False Card macht, damit ihr die guten Karten oben behaltet. Oder. Die Gegner eine Brille schenkt, damit ihr die Handkarten des Gegners seht. Das ist alles dasselbe. Es fällt alles in dieselbe Kategorie. Es ist Cheating. Und es gibt noch so viele andere Möglichkeiten, wie man cheaten kann. Man kann Sachen ausnutzen, dass der Gegner das nicht gemacht hat. Dass man dann eben sagt, hey, du hast dein Leben nicht genommen. Oder du hast den Effekt nicht aktiviert. Oder du hast das und das vergessen. Oder. Man kann sagen, man kann eine Karte zu wenig ziehen. Oder. Alles, was ich hier gesagt habe, sind alles Cheats, die passieren können. Wenn ihr becheatet werdet oder cheatet. Wenn ihr cheatet, bitte verlasst meinen Kanal, deabonniert mich und kommt nie wieder. Wenn ihr becheatet wurdet, schreibt mir das mal in die Kommentare. Es interessiert mich, ein bisschen auch so interessant. Manche Cheats habe ich jetzt auch vielleicht nicht genauer betrachtet, weil ich sie nicht so wichtig finde. Wenn ich was vergessen habe, wenn ihr ein anderes Erlebnis habt, wenn ihr schon was gesehen habt, was nicht so war wie sonst was, schreibt mir in die Kommentare. Solche Stories interessieren mich immer. Auch wenn ich jetzt aktuell, wie gesagt, gerade auf Discord kriege ich immer wieder Nachrichten mit Stories. Da komme ich einfach nicht hinterzu, die zu lesen. Instagram genauso, habe ich so lange Texte, die ich einfach nicht lesen kann, tut mir leid. Bei YouTube kann ich zumindest mal kurz ein bisschen durchscrollen, wenn ich da gerade am Lesen bin. Vielleicht bin ich es auch einfach mehr gewohnt, da Sachen zu lesen. Also Kommentare-Funktion ist da schon ein bisschen besser. Es ist jetzt nicht so wie bei anderen YouTubern, dass ich sage, oh, schreibt jetzt in die Kommentare, mimimi. Sondern es ist halt, ich kann da halt am besten lesen. Und da ich auf YouTube meine meiste Zeit verbringe, erwischt ihr mich da halt am besten. Und an dieser Stelle nochmal der Disclaimer. Cheater sind selten. Ich habe nicht so viele Cheater beim Leben erlebt. Ich vertraue Leuten immer, dass sie mich nicht becheaten. Weil wenn ich bei jedem darauf achten muss, dass er mich nicht becheatet, habe ich keinen Spaß mehr am Spiel. Dass Cheater nicht zum Spiel gehören und sich alle sonst wohin verziehen können, das wissen wir alle. Und wenn wir jemanden erwischen, dann sollte der auch gehen. Aber ich muss nicht meine Freunde das bezichtigen, dass sie cheaten. Oder darauf achten, dass sie nicht cheaten. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Deck gecuttet habe. Das war vor dem großen C. Und selbst da war es dann auf Turnieren, wenn ich jetzt Bottrop oder Dülmen mir angucke, beim Trader oder halt bei der Bottrop Series, da habe ich gegen Leute gespielt, da ging es um Top 8. Ich habe mein Deck gemischt, hingelegt. Die haben gecuttet, haben ihr Deck gemischt, haben hingelegt. Ich habe die Hand draufgelegt und habe gesagt, passt. Ist auch nicht ganz legal. Du musst eigentlich cutten auf Competitive, aber ja. Egal. Hand draufgelegt, passt. Ich vertraue dir, dass du mich nicht becheatest. Lass ein schönes Spiel haben. Wir haben jetzt einfach Spaß. Und genauso sollte das sein. Genauso sollten wir reagieren. Wir müssen im Commander nicht darauf achten, dass da niemand eine Karte nach oben mischt. Weil wir davon ausgehen sollten, dass es niemand tut. Wenn es jemand offensichtlicherweise tut, dann sollte man die Hand aufs Deck legen und sagen, hier möchtest du sicher nicht nochmal durchmischen. Du weißt warum. Im Normalfall mischen die ja nochmal durch. Man kann nachher mit der Person mal reden. Auf einem Competitive-Turnier oder auf einem FNM oder so, sollte man das schleunigst als Judge regeln. Weil als Freunde und Spielgruppe
Nein. Das ist wie mit Fakes. Ich habe ganz, ganz wenige Fakes in meinem Leben mal zugeschickt bekommen. Und auch in meinem Umkreis. Ich habe sau viele Leute, die Magic-Karten kaufen en masse und trotzdem so gut wie keine Fakes bekommen haben. Weil so viele sind da gar nicht draußen. Natürlich hat dann jeder Angst, oh Fake, es geht schon wieder um Fakes. Oder ich darf keinen Booster kaufen auf Cardmarket, weil die sind ja alle resealed. Und oh mein Gott, die resealten alles. Oder auf Amazon, alles resealed. Die wenigsten davon. Aber die fallen halt auf. Und genauso ist es mit Cheatern. Natürlich kann ich euch Stories erzählen von Leuten, die Disqualifikation, die Bans bekommen haben dafür, dass sie aufgestanden sind und haben, ihr wisst gar nicht, wie ich cheate. Ich bin in meinem Hobby Zeitmagier. Und wenn ich cheate, dann kriegt ihr das alle gar nicht mit, weil ihr keine Ahnung habt, was ich tue, weil ich bin so geil. Dass die Leute disqualifiziert werden, ist klar. Aber das passiert halt nicht täglich. Das ist wie, dass jemand disqualifiziert wird für Bad Behavior oder Aggressive oder sonst was. Wir haben alle unsere Stories, wie jemand aggressiv auf den Tisch haut, Sachen stiehlt, Karten vom Gegner zerreißt, Kaffee durch den Gegend wirft und deshalb disqualifiziert wird. Oder. Das Storys haben wir ohne Ende. Oder? Nein. Jeder hat so eine Story pro Fall. Oder vielleicht zwei. Wie viele Tausende und 100 Millionen, aber was weiß ich was für eine Zahl, Spiele haben wir, wo nichts passiert ist, wo nicht gecheatet wurde, wo ein ganz normales Spiel zwischen zwei Leuten stattgefunden. Deswegen, ja, man sollte darauf achten, wie der Gegner mischt. Ja, man sollte darauf achten, dass man nicht gecheatet wird. Aber geht nicht davon aus, dass der Gegner cheatet. Und viel wichtiger, habt selber eine saubere Weste. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, Daumen nach oben, anderen Leuten zeigen. Ist immer cool. Bewertungen und so. Kommentare schreiben für, wenn ihr mich erreichen wollt, für die Stories. Wenn nicht, müsst ihr nicht schreiben. Daumen hoch und teilen wäre ganz cool. Ansonsten, ja, hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.